Ligar, ligar, ligar. Is de milk geschreven? Ja, ja. Legt eens. Legt eens. Hada. Hada. Zie je het vogeltje? Oh, zo. Ja, ja. Herzlich willkommen zur 6. Auflage der VD Mountainbike Trans Schwarzwald. Neben mir steht der Rick. Ja, ich darf euch alle recht herzlich im Namen des Veranstalters Sauser Sport und Eventmanagement aus Donaueschingen zur 6. VD Mountainbike Trans Schwarzwald hier in Pforzheim sind wir dann zum 5. Mal schon am Start. Und ich freue mich natürlich, dass so viele in diesem Jahr an der Veranstaltung teilnehmen. Wir haben einen neuen Teilnehmerrekord mit 570 Teilnehmern aus 19 verschiedenen Nationen. Ich habe mir das mal rausgeschrieben. Wir haben dieses Jahr Teilnehmer dabei aus Australien, Dänemark, Brasilien, Italien, Frankreich, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südafrika, Tschechei, United Kingdom und aus den USA. Also ein sehr bunt gemixtes Feld, wobei natürlich die deutschen Starter und Starterinnen an der Spitze liegen mit 376 Personen. Und dann kommen aber schon die Belgier mit 72 Leuten. Unheimlich, was da oben aus den Benelux-Ländern runterkommt. Vielen Dank nach Belgien, Holland, fast 30 Teilnehmer, Schweiz 50 Teilnehmer. Also ein sehr großes und internationales Starterfeld, das wir hier bei der VD Mountainbike Run Schwarzwald in diesem Jahr haben. Traditionell Übergabe des aktuellen Trikots. Also das werde ich mit Sicherheit
der Frau Zader geben, die ist immer mit dem Rad unterwegs, sie hat auch die Figur und die ist engagiert und die kriegt das überreicht heute. Vielen Dank. Dankeschön. Und kannst du dich noch erinnern, als das erste Mal die Trans-Schwarzmarsch stattgefunden hat, wie viel waren es da? Und warum sind es jetzt so viel und vor allen Dingen vom letzten Jahr auf dieses Jahr so viel geworden? Also ich weiß nicht mehr, wie viel das wir im ersten Jahr hatten. Ich denke, ich glaube 180 Teilnehmer damals. Damals auch über 5 Tage, so wie jetzt wieder. Und ich denke, klar, der Trend, den haben wir irgendwo erkannt. Wir haben in den letzten Jahren immer sehr gutes Feedback bekommen von den Teilnehmern. Und trotzdem waren wir nie gezwungen, irgendwelchen Leuten zu sagen, nee, du, ist voll, geht nicht mehr. Und dieses Jahr mussten wir 5 Wochen vor Termin eigentlich die Schotten dicht machen. Und ja, natürlich für den, der noch fahren wollte, mussten wir sagen, nur 2011 ist vorbei, leider erst wieder 2012. Für einen Veranstalter eine sehr angenehme Situation, klar, wenn man ausgebucht ist. Und ich denke, das zeigt natürlich auch, dass wir gute Arbeit, konstant gute Arbeit in den letzten Jahren geleistet haben und dass es den Teilnehmern und den Leuten auch bei uns gefällt. Was ist das spezielle Charakteristika der Trans-Schwarzwald? Ja, viele, wenn man sich so ein Höhenprofil anguckt, denkt man vielleicht, naja, Schwarzwald, 2000 Höhenmeter. Aber ich denke, schlimmer ist es auch vom Kopf her. In den Alpen weiß ich, okay, es geht dreimal hoch und dreimal runter und dann bin ich im Ziel. Und hier hat man immer wieder dieses Sägenprofil hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Man weiß im Prinzip nicht so richtig, was kommt jetzt noch. Und ich denke, das macht vielleicht auch vom Kopf her etwas mürbe dann gegen den Schluss der Etappe. Und viele, ich habe schon mit vielen gesprochen, die sagen, eigentlich ist so eine Trans-Schwarzwald für mich härter wie eine Trans-Alp, weil dort kann ich mich drauf einstellen. Ich weiß, ich gehe dreimal hoch, dreimal runter und dann ist gut. Tja, das wollen wir mal verfolgen die nächsten Tage. So, hier haben wir Start im Pforzheim. Von oben geht's durch das Enztal, vorbei am Krüsseltal hier. Und dann kommen wir in dem Bereich schon Richtung Neuenburg. Und da vorne sieht man schon das erste Depot bei Kilometer 22,9. Das ist noch alles sehr human und wenig Höhenmeter bis hierher. Dann geht es an Bad Wildbad vorbei, oberhalb von Bad Wildbad. Wir fahren nicht durch die Stadt durch, sondern bleiben oben im Wald. Und dann fahren wir im Prinzip auf dem Enztal Radweg bis vor, da vorne sieht man es schon aufblitzen, bis Kilometer 40,7. Das ist alles unten im Tal, aber im Wald drin, auch wenn es warm ist, angenehm zu fahren. Und dann haben wir im Kurpark in Enzklösterle das zweite Depot. Und dann im Anschluss geht es dann ans Eingemachte, da kommen dann die Höhenmeter hoch zum Landkreis Freudenstadt in Richtung Bayersbronn, Seefeld rüber. Da vorne blitzt schon das Depot 3, links Seefeld. Und da bleibt man auch oben hier dann auf dem Kamm. Ich denke, die erste Etappe mit 1800 Höhenmeter wird euch so reichen. Da kann man sich ein bisschen warm fahren, sage ich jetzt mal. Ist nicht gleich so ganz brutal. Die ist relativ lang, denke ich. Und das soll fürs erste Mal genügen für den Sonntag. Wie gesagt, die ganzen technischen Sachen und die Details werden wir morgen früh nochmal explizit erwähnen und durchsprechen, wenn alle da sind. Und was mich besonders freut morgen, wir werden morgen im Gegensatz zum letzten Jahr, wer da mit dabei war, ich habe einfach noch schlimme Erinnerungen an die Zielankunft in Freudenstadt bei 8 Grad und Dauerregen und Wind. Es war furchtbar. Es ist eigentlich ein richtig schöner Etappenort in Freudenstadt. Auf dem größten Marktplatz in Deutschland kommen wir da an, mitten in der Stadt. Und ich denke, da ist morgen Nachmittag Richtung 14 Uhr auch richtig was los. In Baden-Württemberg ist Urlaub, also Ferienzeit. Und ich denke, da wird euch morgen eine schöne Kulisse in Freudenstadt auf dem Marktplatz empfangen. Morgen früh wird hier nochmal ein technischer Service sein. Wenn noch irgendjemand kurzfristig was Kleines braucht, kann man sicher machen. Und dann morgen Abend natürlich im Ziel wird uns die Firma Centurion FXX und Rolf Gölz Rennräder mit technischem Service unterstützen. Da könnt ihr, die Reparaturen sind praktisch kostenlos, ihr müsst nur das Material dann bezahlen, wenn irgendwas ist. So, das war's von meiner Seite. Ich gebe jetzt nochmal ab an den Markus. Dankeschön, Rick. Nein, ich hab mal drei Sachen,